Wir zählen jetzt erstmal nochmal. Denn wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen 8 Yellorium Fuel Rods in der Höhe. Okay, ich habe jetzt eine Reihe zu wenig gemacht, aber das ist nicht so dramatisch. So, jetzt muss ich wieder meinen Taschenrechner rausholen. Wir haben 8 Yellorium Fuel Rods pro Lane, also pro Reihe, pro Zeile, pro Spalte. Wir haben 8 pro Spalte, wir haben 4 Spalten und das 4-mal. Das bedeutet, wir brauchen 128 Yellorium Fuel Rods. Und die werden wir jetzt dem lieben Pattern-Dingens beibringen. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Yellorium Fuel Rods. So, und das ist auch wieder ein basisches Rezept. Das ist nichts Schlimmes. So, zack. Yellorium Fuel Rod. Ich habe vergessen, wie viele es sind. Ich habe tatsächlich eben vergessen, wie viele es sind. Das waren 8 mal 4 mal 4. So, sind 128. Das sind glatte 2 Stacks. Das ist eigentlich nicht schwer. Das müsste ich ihm nicht beibringen. Aber ich wollte es so. Also, wir gehen jetzt wieder herunter. Und werden dem jetzt hier dieses Pattern verpassen. So, für Yellorium Fuel Rods. Und da brauchen wir 128 von. Und jetzt gucken wir mal, was unser System dazu sagt, wenn wir das craften wollen. Da fehlt bestimmt irgendetwas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Yellorium Fuel Rods 128. Bam. Wir brauchen 737 Iron Ingots. 106. Wow. Naja, die sind deutlich teurer und man bekommt nur ein einziges pro Rezept raus. Das ist das Problem. Wir haben auch nicht genug Crafting-CPUs, 1448 Bytes. Wir gehen mal nochmal runter und gucken, was jetzt die Bytes definiert. Wir haben 1K Crafting Storage und Crafting Co-Processing Unit. Ich würde behaupten, bevor ich jetzt ein Crafting Storage wieder baue, möchte ich kurz probieren, ob das funktionieren würde. Deshalb holen wir uns hier kurz einen rein und gucken mal. Schwupp. So kann das funktionieren. Und wir probieren jetzt einfach mal, ob es das ist, was ich glaube, was es ist, ob das so funktionieren würde. Das ist jetzt nur ein Test. Wenn es das ist, was ich denke, dann werden wir einfach noch einen weiteren bauen. So, gut, so würde das funktionieren. Also es ist tatsächlich ein Crafting Storage, was ich noch brauche. Dadurch werden die Bytes erhöht und das bedeutet, wir werden noch einen weiteren bauen. Deshalb nehmen wir den hier wieder raus und löschen den und gehen nach oben und bauen einen weiteren. Das sollte jetzt kein allzu großes Problem sein. Wir brauchen auf jeden Fall einen Logic Processor, zwei Logic Processor und zwei Calculation Processor. Das bedeutet, ich brauche wieder ein Pure Surtis Quartz Crystal. Okay. Zwei Surtis Quartz Dust. Ach nee, ich brauche sogar nur ein Surtis Quartz Dust. Wir bekommen ja zwei Seeds draus. Sehr schön. Dann brauche ich wieder meine Crystal Growth Accelerator und mein Eimer voll Wasser. Und ein paar ME Conduits. Ich sollte wirklich schnellstens einen dedizierten Ort dafür suchen. Das ist ja ganz furchtbar. Also, ihr kommt jetzt wieder hier von mir aus diesmal dahin. So. Und das Wasser kommt da rein. Und dann kommen die Seeds schon mal rein. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen vorglühen. Auch wenn ich weiß, das wird Stunden dauern, wenn ich das jetzt nicht anschließe. Aber so. Okay, das dauert jetzt von mir aus 5 Minuten. Das ist nicht allzu schlimm. Und in der Zwischenzeit werde ich schon mal zwei weitere Logic Processor bauen. Na, das sieht schon fast so aus, als ob die nicht mehr allzu lange brauchen. Also ich habe jetzt gerade mal die Zeit verbraucht, die man benötigt, um zwei Logic Processor zu craften. Und da sind sie tatsächlich schon fertig. Das ist super, das geht schnell. Das ist eine fixe Sache. Gut, also es ist gar nicht das große Problem, wie ich immer der Meinung war. Das geht tatsächlich ziemlich schnell. Cool. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich war immer der Meinung, das ist etwas, was ewig dauert. Aber wenn man nicht zu blöd ist, um die Crystal Growth Accelerator vernünftig anzuschließen, dann ist das eine relativ fixe Sache. Das ist natürlich schön zu wissen. Also,
Wir haben gleich unsere zwei Calculation Processor und dann können wir unbehelligt eine weitere Crafting Storage bauen und dann können wir doppelt so viele Aufträge gleichzeitig in Auftrag geben. Aber wir sehen schon, selbst wenn man 100 Sachen craftet, die nur einen einzigen Crafting-Schritt erfordern, selbst dann ist es nicht sonderlich schwer, also selbst dann dauert es nicht sonderlich lange, das zu craften. Es dauert tatsächlich erst dann lange, wenn man wahrscheinlich tausende Sachen craftet. Und selbst 1000 dauert wahrscheinlich 10 Sekunden. Also es geht im Endeffekt wahrscheinlich ziemlich bald schneller, als wenn man klicken würde. Also schneller, als man klicken kann. Aber es wird im Endeffekt erst dann Sinn machen, wenn man wirklich so weit ist, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt viele tausend von einem bestimmten Block. Oder es sind Crafting-Schritte, die einfach ewig dauern. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein komplettes Jetplate in den Crafting-Computer einspeisen würde, was geht? Ich kann auch direkt Maschinen ansteuern, das wird dann komplexer. Und dazu könnt ihr euch Yogspack angucken, wenn euch das interessiert. Das wird zum Teil noch richtig sein, zum Teil wird es nicht mehr funktionieren in den heutigen Versionen. Aber es gibt es auch schon für 1.10, also vielleicht hat sich da wieder was geändert. Ich bin ja trotzdem hinterher. Das wird sich in der 7. Staffel ändern. Na, auf jeden Fall, wenn das schon automatisiert wäre, könnte ich wahrscheinlich innerhalb von 2 Minuten diese Flux-Infused Jetplate craften lassen, anstatt dass ich mich hier hinstelle mit den Materialien, die ich habe und eine Stunde brauche. Also bei so etwas, bei was sehr Aufwendigem, würde das auf jeden Fall etwas bringen. Jetzt gucken wir nochmal nach Yellorium Fuel Rod. Da wollten wir 128 craften und da brauchten wir 700 Iron Ingots, 100 Yellorium, 200 Graphite Bars. Also erstmal 700 Iron. Okay. Number of Items. So, wir haben immer noch ziemlich viel Lead. Wir haben tatsächlich von kaum etwas anderem so viel. Wir haben sehr viel Silver. Und das ist sehr viel wert. Das sollten wir definitiv in Anspruch nehmen. Das ist 1000 wert. Wir nehmen jetzt mal einen Haufen Silver mit, denn wir brauchen Silver für fast nichts. Muss man mal so klar sagen. Das stopfen wir mal alles da rein. Und da ist immer noch ein bisschen Mana-Infused Ingot, was ich für noch gar nichts gebraucht habe. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal so viel Iron mit, wie wir können. Und das ist mehr, als ich tragen kann. Sehe ich gerade erfreulicherweise. Das ist natürlich super. Sowas erfreut mich immer, wenn ich mehr herstellen könnte, als ich tragen kann. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob das genug Iron ist. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, werden wir gleich sehen. Wir hatten irgendwas um 700 gebraucht, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, was das Rezept sagt. Yellorium Fuel Rod, 128, Iron haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch weitere 2 Stacks Yellorium. Okay, machen wir mal. 1 und 2, wunderbar, das war kein Problem. Und dann brauchen wir noch 219, das sind 3 Stacks. 3 Stacks wären 180, aber nee, da brauchen wir 4 Stacks. Da brauchen wir weitere 4 Stacks Graphite. Okay, das wird jetzt auch wieder 2 Minütchen dauern oder so. Nicht allzu lange, das ist nicht so dramatisch. Wir versuchen jetzt erst einmal die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Die Reactor Casing sollten wir wieder zurück tun, denn die Reactor Control Rods, die brauchen Reactor Casing in ihrem Rezept. Und das ist dann etwas, was wir schon da haben, was wir nicht extra craften müssen. Das ist von Vorteil. Der Rest kann erst einmal alles weg, das brauchen wir alles nicht. Die Schaufel natürlich. Wo kommt überhaupt die Schaufel her? Wie absurd, warum hatte ich denn eine Schaufel dabei? Es muss irgendwie ein Zombie gedroppt haben oder so. Hauen wir uns mal noch ein bisschen Schaf rein. Gut, das brutzelt da vor sich hin. Und dann können wir, ach, den Bucket habe ich immer noch, habe ich wieder weggeschmissen. Das können wir hier auch wieder abbauen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es wird der Tag kommen, an dem diese Crystal Growth Accelerator einen eigenen Platz bekommen haben. Und wenn der Tag nicht kommen wird, ja, dann tut es mir jetzt schon leid, aber dann sitzt ihr hier bestimmt ein paar Jahre später und guckt diese Serie aus Nostalgiegründen nochmal an und dann seht ihr, ha, könnt ihr mal sehen, Pesti hat wieder was versprochen und es ist nie eingetroffen. Oh, was wir auch machen müssen, ist sehr viel Redstone schmelzen, denn wir wollen ja hier eine Kühlung reinbringen. Oh weh, das könnte noch ziemlich lange dauern. Moment, das gucken wir einfach jetzt mal. Wir brauchen hier
1, 2, 3, 4, 5, 6 und eine Ecke rechnen wir nicht mit. Das heißt, wir brauchen 4 mal 6 außenrum, sind schon einmal 24. 24 und dann haben wir hier nochmal 5 sind 29 und nochmal 4 sind 33. Wir brauchen 33 Buckets Redstone. Und Moment, jetzt muss ich wieder den Rechner rausholen. Wir brauchen 33 Buckets Redstone. In jeden Bucket passen 1000 Millibuckets rein. Wir brauchen 5 Redstone. Nein, wir brauchen 10 Redstone pro Bucket. Das heißt, wir brauchen 330 Redstone. Okay. Mit 64 sind es 5 Stacks und ein bisschen. 33 Buckets Redstone. Wir brauchen 5 Stacks Redstone in Flüssigform. So. 5. Was ist denn? 5 mal 64 sind 320. Und dann brauchen wir nochmal 10. Okay, das ist die Kühlung, die wir für den Reaktor brauchen. Und das ist fast alles, was wir in Redstone haben. Das ist bedenklich. Ja, das ist tatsächlich sehr bedenklich. Wie sieht's denn hier aus? Ist der fertig? Noch nicht ganz, aber fast. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das hier aussieht. So, da braucht er jetzt noch 51 weitere. Das ist nicht ganz so schlimm. Ihr seht übrigens auch, wenn wir einen Crafting-Auftrag machen. Na gut, da steht jetzt kein Auftrag aktiv. Aber wir gehen hier nochmal rein. Sagen wir jetzt diesmal einfach 100, damit es schneller geht. Crafting CPU Automatic oder CPU 0. Storage 2048, Coprocessors 1. Wir könnten also verschiedene CPUs mit verschiedenen Aufträgen füttern oder beauftragen, aber wir können genauso gut auf automatisch bleiben. Also das ist eigentlich nicht so wichtig. Wir können es auf automatisch belassen und dann wird er halt den Crafting-Computer auswählen, der gerade kann, sozusagen. Das ist eigentlich eine vernünftige Sache. Ach, jetzt fehlen noch 3. Komm schon, das war jetzt albern. So. Ja, nein. So und so. Bam. Okay, jetzt kann er und jetzt machen wir das mal. Start. Und da craftet er jetzt 128 Yellorium Fuel Rods. Gut, den lassen wir jetzt einfach mal machen. Und der hat schon längst alles aufgeschmolzen. Gut. Aber da passt gar nicht so viel rein, wie wir haben wollen. Außerdem brauchen wir 33 Buckets. Ja, 33 hatte ich gesagt. Das heißt, wir werden hier noch ein paar Buckets craften. Ich habe kein Iron mehr. Fuck. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Job unterbrochen. Crafting-Status? Ach nee, er ist fertig. Ich habe aber tatsächlich gar kein Iron mehr. Also wir müssen uns noch ein bisschen Iron schnappen hier. Schwupp, schwupp. So. Und dann craften wir noch 3 weitere Buckets. 1, 2, 3. Und die müssen alle gefüllt werden. Mit diesem Redstone. Okay. So. Der soll es erstmal machen. Oh, das wird automatisch exportiert. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich sehr cool. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass die automatisch exportiert werden. Das gefällt mir sehr gut. Den lassen wir jetzt einfach mal machen. Wir schnappen uns jetzt unsere 128 Yellorium Fuel Rods. Glatte 2 Stacks. Eine sehr schöne Zahl. Ein sehr schöner Betrag. Okay, da können wir jetzt den Iron Wand... Ja doch, wir können den Iron Wand benutzen. Oh, achso, nein, da habe ich nichts vergessen. Ich dachte schon, ich habe was vergessen. Okay, dann machen wir einmal so. Gehen in den Hover-Modus und gehen hier hoch. Schade, dass der nicht in die Höhe bauen kann, dieser Iron Wand. Wechseln wir den Mode. Einmal so. Und so. Und so. Was ich nicht machen werde, ist den Iron Wand, also den Builder's Wand, benutzen, um den Reaktor fertigzustellen. Den letzten Block werde ich definitiv von Hand setzen. Vielleicht verschluckt er sich, wenn mehrere Blöcke gleichzeitig platziert werden und der die ganze Zeit dabei ist und versucht, die Multiblock-Struktur zu formen. Weil in einem bestimmten Abstand wird die Mod meiner Meinung nach immer wieder checken, ob
ob jetzt gerade alle Blöcke vorhanden sind, um die Multiblock-Struktur zu formen. Und wenn das der Fall ist und ich gerade mehrere Blöcke gleichzeitig platziert habe sozusagen, könnte es sein, dass ich das ein bisschen verschluckt. Und deshalb möchte ich das verhindern und den letzten Block selber platzieren. Vor allem, was glaubt ihr denn, wie geil das wird, wenn das jetzt tatsächlich auf den Block genau hinhaut? Gucken wir mal. Oh. Ich habe eine zu viel gebaut. Wie ist das denn möglich? Eine einzige. Moment, jetzt rechne ich nochmal nach. Wir haben 8 mal 4 und das 4 mal sind 128. Oder hatte ich noch eine Yellorium Fuel Rod übrig? Irgendwo fehlt doch eine. Fuck, ey. Irgendwo muss eine fehlen. Das kann gar nicht sein. Ich habe richtig gerechnet. Ich habe es eben nochmal nachgerechnet. Da fehlt eine. So. Ich frage mich, warum, aber es fehlt eine. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus.